Müsse Ah. ich wieder. Ich glaube, die falsche Post. Was war das? Ganz Unheimliches. Ganz Unheimliches war das. Ganz ekelhaftes Geräusch auf meinem Ohr. Okay. Also, das geht. Wunderbar. Ich hoffe, es hören mich noch alle. Nicht, dass ihr hier gerade irgendwas gedrückt habt. So. So. Jetzt müsste ich eigentlich. Ah nee, dann sehe ich das nicht mehr. Oh. Ich habe einen Monitor zu wenig. Du auch? Ja. Ich hab dein Stream schon auf dem Laptop neben mir laufen. Also, sagen wir es so, mein zweiter Monitor, der ist gerade alles überlappend. Das sieht witzig aus. Auf dem zweiten habe ich jetzt OBS auf und da drüber liegt bei mir denn in der Ecke Discord. Ja. Okay, ja gut, so geht's auch. Kann Kitty machen. Kitty müsste sogar die Erlaubnis haben, Links zu posten. Wenn nicht, müsstest du einmal Permit eingeben. Plus Namen. Also dein Command. So. Einstellung nochmal kurz prüfen bei mir. Ob das auch wirklich alles passt. Mach hier, wo weiß ich, nochmal ein bisschen weniger. Ich kenne den Chat mit leiser, lauter und so weiter. Möchtest du, ja, ich möchte wirklich speichern. Grafik sollte passen. Habe ich ja zum letzten Mal nichts verändert. Okay. Wunderbar. So, Man of Medan. Spiel nicht alleine. Nein, wir spielen nicht alleine. Gemeinsame Story. Filmabend. Ja, wir machen uns einen Filmabend. Und ich gebe dann einfach den Controller durch die Leitung. Was habe ich damit zu tun? Oh. Darüber habe ich meine Multilinks immer. Ah, okay. Okay, gemeinsame Story. Einladen. Mappa. Ja. So, jetzt nochmal ein letztes Mal raustappen. Merk das schon, bin schon wieder hier verwirrt. Ja, ich auch. Bin komplett verwirrt. Okay. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Wie kann ich denn jetzt das Ding. Ah ja, so kann ich es schieben. Okay. Ryan weint schon, wir haben noch gar nicht angefangen. Nee. So. Okay. Müsste ich drin sein. Neue Story. Neuer Platz. Ja, starte ich als Joe oder starte ich als Charlie? Charlie Harper. Charlie Harper. Charlie Harper. Okay. Stop it, please. Hast du eine Vorliebe, als wen du starten möchtest, oder ist es dir egal? Mir ist das egal. Okay, dann starte ich jetzt, Joe. Egal. Achso, einmal Licht. Licht immer. Achso, Licht aus.
Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗，勇士？ Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Klar bin ich ein Kämpfer. Ja, was in der Puma? Have a nice day. Okay, Kumpel. Teil doch mal dein Glück mit uns. Ja, klar. Aber ich versuche auch den Hau den Lukas. Viel Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Was bin ich denn? Eine Bank? Okay, Alterchen. Was erwartet mich denn so? Zahlt mir der alte Joe die 50 Cent je zurück, die ich gerade investiert habe? Oh Gott. Nun, das ist eine Blume, glaube ich. Deine Reife ist tief in der Erde. Ihre Wurzeln absorbieren aus dem geheimnisvollen Blut. Diese Wachstum der Auswirkungen ist das Böse. Böse? Nein. Hä? Was soll das denn heißen? Hey, Kumpel! Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Ab in die 2! Frachtraum Nummer 2! Kein Plan, Ryan. Kann ich dir nicht sagen. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubs mich nicht rum! Soweit ich das beurteilen kann, sind diese
die Krankenstation! Schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da! Hey! Okay. Hallo? Papa, bist du durch? Ist da... Huch! Ja, das kann witziger. Ja, bin Papa? Ich. Aber ich muss immer, raustappen, um das Mikro anzumachen. Mhm. Kannst du nicht eine Shortcut machen? Wenn du mir jetzt fix erklärst, wie das geht? Geh mal unten auf die Benutzereinstellung. Bei Discord. Ja, bei Discord auf das Zahnrädchen. Ja. Dann bei Hotkeys. Da, ja. Und dann müsste da irgendwo so ein Feld mit Aktion stehen oder so. Mhm. Da kannst du dann, glaube ich, irgendwie einstellen. Bei Mikrofon ein- und ausschalten und dein Hotkey die jeweilige Taste für. Ah. Ja, das kann ich dir leider nicht erklären, weil irgendwie bei mir war es halt auch mega komisch. Auf Hotkey hinzufügen. Auf Hotkey hinzufügen und dann kannst du Aktionen zuweisen und dann kannst du die Hotkey. Okay, so geht's. Okay. Auf Warte. Hotkey hinzufügen. Ich teste mal. Oh, super. Ja, funktioniert, danke dir. Okay, super. Warte, jetzt muss ich das Fenster wieder dahin. Okay. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich hab's mir ja selbst so blöd eingelegt. Das wird witzig. Das Schlimmste ist, ich glaube, ich hab den, der diese komischen Sachen sieht, ne? Ich hab keine Ahnung. Aber Ryan hat gefragt, ob das Absicht ist, dass du bei mir zu hören bist. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Zusammenhang. Ob ich in deinem Stream zu hören bin? Ja, das ist Absicht. Das soll so sein. Oder wie? Ja, ach so, vom Laptop. Ja, ich habe den Stream jetzt stumm gemacht. Das kann sein, dass das vom Laptop die Tonspur war. Okay. Also ich zähle jetzt nicht als Viewer, ich musste den jetzt komplett stumm machen, denn. Achso, du musst einfach nur die... Nicht stumm machen, sondern einfach nur den Tab stumm schalten. Ach ja. Dann zählst du trotzdem als Viewer. Also wenn die Streammusik nur an ist, aber du den Tab einfach nur stumm geschaltet hast, zählst du als Viewer. Okay, das erledigt. Okay. Weil so habe ich es bei dir nämlich auch gemacht. Ich habe zwar deinen Stream offen, Lautstärke läuft auch, aber der Tab ist gemutet. Oh Gott, ich habe eine andere Aufnahme von meinem Gesicht. Hey, schauen. Okay. Little Hope ist echt noch schlimmer als Medan. Ernsthaft?
Oh, wer sagt das? Ah, Damien. Ich hab jetzt schon Schiss. Wir haben noch gar nicht angefangen damit. Ich weiß aber, was mich bis zu einem gewissen Punkt... Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was mich bis zu einem gewissen Punkt erwartet. Scheiß weiß ich. Hübsche Augen, was? Das war ein Scherz. Der hat doch keine hübschen Augen. Du hast hübsche Augen, aber der... Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Bei mir dann ist es sicher schlimm. Ich hab's bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Private Anderson stritt mit seinem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihren Schiff zurückkehren. Können wir wieder entmuten. Ja, ich glaube, wir müssen uns besser absprechen. Ja, ich sehe das bei nicht. Doch, aber dann sehe ich bei mir den Chat nicht mehr. Aber gut, lesen ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ich komme nicht aus meinem Loch raus. Dann sagst du einfach, du halt die Fresse, ich lese. Okay. Das ist, glaube ich, einfacher zumindest dabei. Oh, die Steuerung ist ja auch ganz schön, wa? An Papa, komm bald zurück. Ja gut, das kann ich auch so lesen. Da probier ich mir nicht umschalten. Warte, ich hab wieder was zum Lesen. Okay. Okay, doch nicht, hat er wieder weggepackt. Dann nicht! Weißt du, dann schalte ich mich nicht mehr stumm! Zum Glück stimme ich nicht. Ja, das wäre echt so krass, hat das mal mit einem Kumpel gespielt. Nee, das lasse ich alle. In VR würde ich das auch nicht spielen. Habe ich hier nichts zum Lesen? Ich war der Meinung, ich hätte auch was zum Lesen. Kannst du mich jetzt mal bitte befreien kommen? Ich komme nicht aus meiner Hütte raus. Oh, Entschuldigung. Ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Ist das fies? Du hast einen Schlüssel. Ja, dafür habe ich aber schon den ersten Jumpscare gehabt. Geht ja nicht, ich hocke in der Zelle. Ich glaube, ich habe auch den schlimmeren Anfang. Ich sehe, glaube ich, die ganzen lustigen Sachen. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Ach ja. Vielen Dank für die Rettung. Gerne. Na, von mir in deine Zelle zurück. Oh. So werden wir heute aber nicht fertig, du. Nicht? Ich spiele das jetzt schon nicht mehr weiter. Oh nein. Drücke A. Oh, nein. 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 Oh je. Angst. Ist es hier? Okay, komm mal nicht rein. Schade.
geh darum. Mit Arsch. Oh, warum muss ich vorgehen? Was zur Hölle? Winnie! Ich kann mich. Wollen wir tauschen? Wieso? Können wir bitte tauschen? Ich will nicht mehr. Was war denn du? Du siehst die Sache nicht mal, das ist das Schlimme. Du siehst nicht mal, was passiert. Ich sehe Dinge. Ich sehe furchterliche Dinge. Oh. Warte mal. Ist hier noch irgendwas? Der kommt auch nicht rein. Mein Herz. Hey, Joe, hilf mal! Das war wohl nix! Nochmal! Okay, und... Drück. Brutale Scheiße. Ups, Entschuldigung. Das war nicht geklappt. Wer hat den da hingepackt? Bin ich erschreckt? Nee, diesmal nicht. Lag aber vielleicht daran, dass du hier direkt eben dann einen Schreckmoment. Ich bin Hunger auf dem Baby, oder? Verdammt, oh, gar nicht. Meine Leiche. Wen hat's noch zu essen? Oh, schade. Scheiße. Barclay. Upsi! Oh. Es war immer alles in Ordnung mit ihm. Lecker. Er wollte sogar extra. Gar nicht finden creepy das Spiel. Ich deinen Freund finden creepy. Ja, das auch. Dann finde ich. In den Ohr abbeißen? Oh ja. Lecker. Hab den Ohr gekaut. Hübsche Leiche. Ob da die Leichenstarre schon eingesetzt hat? Guck mal, da ist Mappa. Oder wie hieß er? John? Hab den Namen vergessen. Der schmeckt gut. Ja, das schmeckt richtig geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Doch, ich liebe es. Das wäre so ein ekelhaftes Kinder. Es ist ein Kindereis, aber kein ekelhaftes. Nee, also. Ich glaube. Nee, A habe ich schon gedrückt. Das Schlimme ist, wir müssen hier runter. Ach, da geht's weiter. Oh. Das ist mega lecker. Ja, sag ich doch. Oh, Käse. Hey, ich habe nicht mehr so viel von dem Käse. Ich habe mir den extra zum Schluss aufgehoben. Magst du den? Ja. Deswegen habe ich mir den extra zum Schluss. Oder hebe ich mir den. Viermal so teuer wie normaler. Aber auch viermal so lecker wie normaler. Achso, ich stand da. Hast du noch gar keinen Mousse gegessen? Doch. Das ist übrigens kein Bier. Ah, okay. Also Leberwurst wahrscheinlich, ne? Hätte irgendwie, um schneller zu gehen. Gut. Also, geht das bloß mir so? Echt? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Okay. Skiddy. Einverstanden. Ja. Viel Spaß, Kitty. Oh, schon wieder eine Sackgasse. Yep. Leck mich. Ich glaube, Bruce, das wartet darauf, dass ich mich erschrecke. Hat er schon verpasst. Jetzt ja 5 Minuten, nachdem ich reingekommen bin. Ja, weiß ich nicht.
Hilfe! 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 Ich hab ein frisches Skelett. Oh nein, ich weiß. Lecker. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Hast du den Jungen da gesehen? Guck mal ein bisschen zu. Nee. Bist du okay? Die Szene kann ich sogar. Ich kenne sie eigentlich auch. Aber irgendwie. Liegt eine tote Leiche. Da kam noch Blut raus. Pfui. Man sollte den mal die Mörder stopfen mit irgendwas. Was lang vielleicht. Ja toll, ich hab natürlich nur das Messer. Ja. Oh. Also eigentlich immer dann, wenn der Text ist. Also eben kurz. Jetzt wird's schlimmer. Und der Pro schreibt mir gleich wieder. Bei mir jetzt, wo ich nicht hingucke. Okay. Dies macht er nämlich nicht. Aua. Der tat weh. Der tat ganz doll weh. Im Ohr. Oh nein, oh nein, warum habe ich die Szene? Spinne? Nee, keine Spinne. Kinder lachen. Ich habe gerade wen erschossen. Ja, mich. Entschuldigung, Papa. Ich saß im Schrank. Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon. Komm schon, verdammt. Was zur Hölle ist das? Won't you spare me over till another year. Is this?
Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Tja, egal. Laden wir alles ein. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja. Halt die Klappe.
Okay, amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Hey! Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Klar. Cool. Also, super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinier's nicht. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber so, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Dann zeig mal die scharfen Fotos. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, Tauchen. Brad war sicher, dass es... Alter Falter, sieh mal einer an. Wie groß ist die Chance, dass wir den Nadel im Feuer... Alex, komm her! Ich glaube, da ist etwas. Was gibt's? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen.
Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Nur gucken, nicht anfassen. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Hello. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.